Hoffmann, ihr Halberstadt. Spielergebnis haben wir alle wohlwollend, denke ich mal, zur Kenntnis genommen. Die TSG gewinnt 3:2. So, und wie das Ganze zustande gekommen ist, hören wir uns jetzt mal von den Trainern an und wir bitten natürlich unsere Gäste zu beginnen. Herr Wollnied, bitteschön. Ja, erstmal hallo zusammen. Glückwunsch an Neustrelitz. Ich bin immer der Meinung, wenn man nach 90 Minuten ein Tor mehr geschossen hat wie der Gegner, dann ist es verdient. Da ist es wurscht, wie der Spielverlauf ist. Zählt auch nicht, ob wir eigentlich schon 2-3-0 führen müssen, bevor Neustrelitz das 1-1 macht. Das sind alles so Floskeln. Wie gesagt, verdienter Sieg, 3:2 für Neustrelitz. Glückwunsch. Jetzt haben wir im zweiten Auswärtsspiel das zweite Mal Lehrgeld bezahlt. Ist nun mal so, wir werden weitermachen ohne Wenn und Aber. Eins möchte ich noch sagen, das hat mich eigentlich in den 90 Minuten am meisten gestellt, soll jetzt nicht als schlechter Verlierer gelten oder sonst irgendwas. Hätte ich auch gesagt, wenn wir 5:0 verloren hätten oder wenn wir 5:0 gewonnen hätte, das Verhalten vom Kotran, von Neustrelitz auf der Bank, das geht gar nicht. Wir sind alles Trainerkollegen, ja, und da gehört ein gewisses Fair Play dazu. Ja, Emotionen gehören ohne Wenn und Aber dazu. Da bin ich der Erste. Der da dabei ist, auch nach 5 Minuten schon 10 Mal gefühlt den Linienrichter, aber dermaßen zugetextet. Und das finde ich unter Trainerkollegen gehört sich nicht. Ja, finde ich schade. Aber das schmälert trotz allem nicht den Sieg von Neustrelitz. Nochmal Glückwunsch, 3:2 gewonnen, verdient. Und wir machen nächste Woche nur einen Anlauf gegen bei uns. Dankeschön. Ja, freuen wir uns auf die Ausführungen unseres Trainers, Trainer der TSG Neustrelitz, Thorsten Gütschow, bitteschön. Erstmal, wenn man hier sitzt, hat gewonnen, ist alles gut, aber ihr habt ja alle das Spiel gesehen. Da war viel drin, muss ich sagen. Und ich sag mal, meine zweite Halbzeit, wo mein Trainerkollege das wie eingeschätzt hat, da haben wir zweimal Glück gehabt. Aber das Heldenfußball neben Heldenfußball zählt immer, wenn der Meister drüber schießt, die haben wir geschossen. Ich muss sagen, was meine Mannschaft, speziell nach dem 0-1, insbesondere mit Wissel, das langsam gewöhnt, im Alter 0-1 hinten zu legen. Das war ja genauso wieder. Und dann mussten wir umstellen. Ich habe leider zwei Spitzen gemacht, habt ihr gesehen, und wir sind Risiko gegangen. Dann noch mit der Dreierkette und es wurde belohnt. Mit Glück und Geschick haben wir dann mal Phasen überstanden. Und gerade die letzten 10 Minuten, wo dann der Bittner kam und konnte, dann ein Muskelfaserriss, wo wir einer weniger waren. Aber wie die Mannschaft sich reingehauen hat, wie die gekämpft hat, wie die mit Leidenschaft Fußball gespielt hat, das Publikum war da. Das war eine ganz tolle Sache. Und hinten raus haben wir dann eben, wie mein Kollege auch sagte, verdient gewonnen. Danke. So, wir intensivieren das Ganze. Heute betreten vorne Präsident Nordkorea Matthias Schiff. Entschuldigung für die Verspätung. Eine Frage an Herrn Müller, Sie hatten es ja eben gerade schon gesagt, dass ihr so ein bisschen die Mannschaft der zweiten Halbzeit seid. Heißt es dann jetzt aber auch in Vorbereitung auf die nächsten Spiele, ja, dann auch schon in den ersten 45 Minuten hellwach zu sein und die Gegentore zu vermeiden? Ja, das ist auch vorgenommen. Ich habe meine Mannschaft darauf hingewiesen, dass der Bauer bloß die anderen Spiele analysieren und sehen. Viele Mannschaften versuchen lange den Null zu halten. Und das habe ich meiner Meinung nach auch gesagt. Halberstadt ist eine ganz starke Mannschaft. Die haben nämlich nicht umsonst letzte Woche Magdeburg geschlagen. Und ich wusste immer, dass wir in den letzten 30 Minuten ist unsere Stärke. Wir sind topfit, wir sind eine Mannschaft, die hinten drauf kommt. Und dagegen war es aber. Wir sind dann wieder unglücklich, weil wir nicht aufgepasst haben, 0-1 Rückstand geraten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben wieder Moral gewesen. Ich habe meine Mannschaft halt aufgebaut. Wir sind mehr Risiko gegangen. Und dann habe ich ja natürlich meiner Mannschaft nach dem Spiel gesagt, also normalerweise kann man die Spiele mit uns in der zweiten Halbzeit anmachen, aber man muss ja. Ja, nach dem Umbruch in der Sommerpause, nach 3 Spielen, sind jetzt 6 Punkte auf dem Konto. Ja, zufrieden damit oder? Ja, ich gucke jetzt eigentlich gar nicht auf die Punkte und Tabellen, also ich gucke mehr auf meine Mannschaft. Es war keine einfache Zeit. Viele sind neu hergekommen. Wir hatten mal mit 30 Leuten Leute trainiert, müssten Mannschaft aufbauen und nun nicht den ganzen Verein. Hauke Hummel zum Beispiel, Jörg Ulrich zum Beispiel, meine Wenigkeit,
und die haben uns unterstützt, der ganze Verein, alle Leute, die an der Mannschaft gearbeitet haben, das war sehr vorbildlich und die haben es eigentlich sehr leicht gemacht und auch der Mannschaft und es findet langsam die Mannschaft zueinander, weil man sieht das, das ist eine Einheit und man kann erkennen, dass die Mannschaft, man sieht das so gerade, dass die Mannschaft gewinnen will, dass sie alles geben will und das ist wichtig zum Fußball und das machen wir zu teilen. Nein, wir müssen das morgen früh mal sehen, weil wir noch, wer da noch Arsch drauf kann. Sind einige verletzt. Daniel Bindner, der hat wahrscheinlich Muskelfaser ist. Dann, ich meine, Steven Müller sieht sich gut aus. Der stand schon auf der Kippe vor dem Spiel. Und wir müssen wir morgen sehen, wie es aussieht. Wir versuchen das alles. Unsere Physiotherapeuten werden alles tun, damit wir am Freitag wieder Leute auf den Platz schieben, wieder gehen, dass sie alles geben. Fakt ist, dass Amanda Haus ist gestartet, aber Ingo Wunderlich ist ja wieder frei. Also gerne mit dem Warte mal, also alles nicht ganz so schlimm, wie es aussieht auf den ersten Blick. Ich denke, wir gehen mit einem gesunden Optimismus zum einen ins restliche Wochenende, zum anderen hoffe ich, dass wir uns alle sehen haben. Kommenden Freitag in Babelsberg die Unterstützung, denke ich, brauchen wir und ja. Ich muss mich natürlich, mein Lehrerkollege, hast du noch eine Frage gestellt, ja, wegen meinem Co-Trainer, muss ich mich natürlich auch bei dir entschuldigen, wir werden darüber reden. Ich habe das ist auch, wenn manche Dinge gehen bei mir auch durch die letzten 20 Minuten, muss ich mich auch noch entschuldigen, aber ich glaube, da muss man sich mehr zusammenreißen und wir sind Lehrerkollegen und das gehört sich einfach nicht, durch ein Spiel durch ihre Kommentare von Anfang loszulassen, deshalb werden wir auch uns unterhalten. So, das gehen wir und das werden wir auch ändern, das kriegen wir auch hin. Marco ist genauso. Pulverfass wie ich, aber es ist nur der Hinweis, wir werden uns das jetzt nächste Mal abgewöhnen. Danke. Emotionen gehören natürlich auf den Platz und wir werden dann arbeiten. Ich denke mal, angewöhnt hat man sich das auch nicht nach dem dritten Spieltag, also hat man, ich denke, noch alle Optionen offen, sich auf die Zukunft einzustellen. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann am nächsten Weiter in Babelsberg, allen noch einen schönen Sonntag und dann gestern natürlich eine angenehme Heimfahrt und bis demnächst.